Ich war letzten Freitag in Bochum, habe mir das Spiel angeguckt, Bochum gegen FSV Frankfurt. Ich denke, dass Bochum, so haben sie sich auch geäußert, dass sie sehr, sehr unzufrieden waren mit dem Spiel, dass sie sich mehr erwartet haben im ersten Spiel der Restrunde vor eigenem Publikum und dass sie wahrscheinlich ja, schon ein bisschen verunsichert sein werden, ne, aufgrund des Fehlstarts, dass sie wahrscheinlich jetzt auf der Suche nach sich selbst sind ein bisschen. Unter der Woche wurde ja der Vertrag von Ken Ilse aufgelöst auch. Ja, ich glaube, auch nur aus der Ferne betrachtet, dass sie sich gerade so suchen, dass sie sich gerade finden wollen, dass sie die Form finden wollen für die Restrunde, weil auch für sie es natürlich darum geht, sich von den unteren Tabellenplätzen zu entfernen. Insgesamt glaube ich aber, dass die Mannschaft trotzdem Qualität hat, dass sie sehr ordentlichen Fußball spielt, dass sie technisch feinen Fußball spielt, dass sie aber auch trotzdem Wucht in ihrem Spiel hat, gerade mit Tsukuta Pasu vorne oder auch jetzt wahrscheinlich Mirko Aydin, der vorne spielen wird, zwei wuchtige Stürmer haben, die aber auch Tempo haben und auch bei Standards gefährlich sind. Ich denke auch, dass Tasaka wieder zur Mannschaft gehören wird, der das Spiel des VfL Bochum lenkt und ein bisschen leitet, dass er da eine ganz wichtige Rolle einnimmt, dass er auch wieder zur Verfügung stehen wird. Also ich glaube, uns erwartet eine Mannschaft, die momentan vielleicht ein bisschen verunsichert ist, die sich sucht gerade, aber die trotzdem viel Qualität hat. Und unsere Aufgabe wird es sein, dann den Gegner in den ersten Minuten auch schon zu zeigen, dass es für den Gegner hier nicht zu holen gibt, dass wir mutig aggressiv auftreten, damit eben diese wahrscheinliche Verunsicherung, die momentan dort herrscht, dass sie auch nicht wirklich ja, abgestraft werden kann. Und